Heimat St. Pauli. Leben an einem legendären Ort. Also da ist der Hafen, dann ist geradezu quasi die Reeperbahn mittendrin. So ist es. Ich würde niemals wegziehen. Ich würde niemals woanders wohnen in Hamburg als auf St. Pauli. Der große Auftritt ist ihr Job. Doch diesmal geht es um mehr als nur Applaus. Heimat St. Pauli. Oft eine Liebe bis zum Schluss. Im Hospiz zeigt der Kiez Größe. Jetzt bin ich hier in der Endstation. Jetzt hat mich der Krebs erwischt. Hier zählt wirklich nur noch ehrlich und authentisch. Alles andere ist Käse. Der Sound des Viertels. Mal herzlich, mal rau. Lass doch jetzt mal die Hände aus den Taschen raus. Ja, bitte. Die Taschen voller Kohle. Ne? Ja, hab ich gesehen. Hunderte. Ja. Hör mal zu, wir müssen dich sonst mitnehmen. Wir müssen wissen, wer du bist. Das ist alles. Wir wollen einmal wissen, wer du bist. Unterwegs mit den taffen Frauen der Davidwache. Und das Partyvolk dreht auf. Und viele Alteingesessene durch. Das ist nur noch Kampfsaufen hier auf der Reeperbahn. Schade, Anne. Ballermann. Ballermann lässt grüßen. Ja. Am Tag gehört St. Pauli denen, die nur wenig Grund zum Feiern haben. Auf Streife mit Diana Kollmorgen und Simone Fahrenkrug. Moin. Moin. Schick, schick. Danke, danke. Die beiden Polizistinnen der Davidwache kennen die Menschen in ihrer Nachbarschaft. Auch die, die auf der Straße leben. St. Pauli ist halt eine große Familie. So, und die gehören mit ins Stadtbild, die gehören mit dazu. Und man sorgt sich dann halt doch schon. Ne? Auch wenn jetzt jemand von den Obdachlosen, wenn die dann sterben und wir jahrelang mit denen zu tun hatten. Das nimmt einen schon ein Stück weit mit. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir müssen einmal. Die Besitzerin der Hongkong-Bar braucht ihre Hilfe. Moin. Na, moin, was hast du? Der Typ, der steht ja auf Totalverbot, der will immer wieder rein. Und will er denn jetzt wieder noch mal rein, oder was? Der darf nicht mehr rein und will immer wieder rein. Hast du ihm Hausverbot erteilt? Ja. Moin. Hallo, guten Morgen. Können Sie sagen, was ich habe gemacht? Stell dich mal einmal ja, das können wir dir sagen. Gehst du mal einmal rüber, bitte? Gehst du einmal bitte rüber. Darüber? Und dann hol mal einen Ausweis raus, bitte. Hast du einen Ausweis dabei? Ja. Gib dir mal bitte. Geh mal mit dem Rücken einmal bitte an die Wand ran und bleib du jetzt mal bitte stehen. Einfach stehen bleiben. So. So. Ist das meine Handy? Nein, das ist dein Handy. Ich will deinen Ausweis haben. So. Was? Ein Ausweis. Passport. Warum? Ausweis. Weil ich wissen will, wer du bist. Ich frage dich, wer du bist und dann kriege ich eine Antwort. Dann kriege ich einmal einen Ausweis von dir. Du hast Hausverbot im Lokal. Willst du einmal wieder rein und ich überprüfe dich jetzt einmal. Vielleicht bist du ein gesuchter Straftäter oder irgendwas. So, wie ist denn dein Familienname? Niemal Name. Sagen Sie mir, warum Sie wollen mir wollen meinen Namen. Habe ich gerade eben erklärt. Weil du da in die Bar rein möchtest, du hast Hausverbot, du darfst da nicht rein. Nein, ist nicht normal. Nein, ist nicht normal. 25, kurz vor der Hongkong-Bar. So, hast du jetzt einen Ausweis dabei oder nicht? Normal. Hast du einen Ausweis dabei oder nicht? In diese Bar. Ich weiß nicht, warum du da nicht rein darfst. Du hast dich vielleicht nicht benommen oder was? Warum sie jetzt gekommen bei mir? Stehen. Meine Fresse. Lass doch jetzt mal die Hände aus den Taschen raus. Ja, die Taschen voller Kohle, ne? Ja, hab ich gesehen. Hunderte. Ja. Ich will einfach nur deinen Namen haben. Verstehst du das? Warum? Weil du dich hier nicht benommen hast, deswegen. Pass auf, wir müssen dich sonst... Hör mal zu, wir müssen dich sonst mitnehmen. Wir müssen wissen, wer du bist, das ist alles. Wir wollen einmal wissen, wer du bist. Wenn wir das hier mit dir nicht rausfinden können, müssen wir dich mitnehmen. Ja, ne Mann. Hast du das verstanden? Ein Ja oder ein Nein? Ich habe manchmal das Gefühl, man muss sich eben an ganz viele verschiedene Menschen so ein bisschen anpassen. Man muss einfach manchmal eine klare Ansage machen. Sehr klare Ansage und vielleicht auch manchmal mit Worten, die ich im Umgang mit anderen Menschen vielleicht nicht benutzen würde. Warum machen Sie das? Weil du dich nicht benimmst, immer noch nicht. Die Strafe für schlechtes Benehmen, Handschellen. Dazu gibt's eine Freifahrt zur Wache.
Setz dich rein. Setz dich rein. Der ist voll, ne? Nee, hinsetzen. Mann! Beine rein. So. Komm, rein, rein. Pass auf, ich schneide dich an. So. Der Einsatz, Routine auf St. Pauli. Auch die Wirtin nimmt's gelassen. Renitente Gäste, Berufsrisiko. Seit 37 Jahren betreibt Marietta Solti die Hongkong Bar. Ich muss Sie noch was anderes fragen. Möchten Sie Strafantrag stellen gegen den Herrn, den Sie hier jetzt eben mehr oder weniger erfolglos rausgeworfen haben? Nein. Okay. Ich hoffe, dass er seinen dass er den Rausch ausschläft und dass es dann wieder. Ja, okay. Ja, komm noch. Alles klar, danke schön. Sehr gerne. Gerne. Aber sonst geht es euch allen gut hier drin? Ja, das ist gut, okay. Auch wenn jeder Tag eine Herausforderung ist, Diana Kollmorgen und Simone Fahrenkrug arbeiten gern auf St. Pauli. Der tägliche Ausnahmezustand schweißt zusammen. Na, mein Hase. Das ist wie so meine zweite Familie. Ne? Man fühlt sich halt wohl, man kommt mit allen gut klar. Auch draußen, wenn man jetzt Fußstreife läuft, man unterhält sich, man sagt auch ganz häufig, ne, pass auf dich auf, das ist halt so ein Satz, der ist hier bei fast jedem drin, weil man nicht will, dass dem anderen was passiert. Und das ist dann auch ein Stück Heimat, obwohl ich hier nie wohnen wollen würde. Der Mann mit den Taschen voller Geld wird erstmal in den Keller der Davidwache gebracht, zum Ausnüchtern. Ja, warte mal, ich muss mal. Die Arrestzellen hier sind immer gut besucht. Ja, hier, pass auf, hier gehst du auf Toilette. Das schaffst du alleine, ne? Geh rein, hinter der Tür. Oh. Hände waschen. Hände waschen? Ja. Hey. Ja, falsche Richtung. Ich weiß. So. Kannst du machen, gerne. Mich wundert halt dieses ganze Geld, ne? Was das damit auf sich hat. Das würde mich. Er wollte ein Auto kaufen. Er hat ein Auto gekauft. Aha. Ach so. Er hat ein Auto gekauft und das ist dann jetzt wo? Und wo das kommt der Rest? Das steht im Hamburger Berg, damit will er gleich losfahren. Damit wollte er gerade losfahren, ja. Das wäre nicht verwunderlich. Ich glaube, das ist er gar nicht. Er ist nicht registriert, ne? Er ist ein Platzverweis, Aufenthaltsverbot. Erstmal müssen wir uns ja erzählen, wo er das Geld her hat, ne? Ja. Zumindest haben wir jetzt eine Aufenthaltsgestattung bei ihm gefunden, also ein Ausweispapier und wissen zumindest gesichert, wer er ist. Das ist natürlich schon mal gut. Jetzt überprüfen wir seine Daten, ob er polizeilich schon mal auffällig geworden ist in irgendeiner Form. Er darf arbeiten. Darf arbeiten, gut. Er darf arbeiten. Er hat tatsächlich 1.300 Euro waren es jetzt, glaube ich, in Bargeld, in 100-Euro-Schein dabei gehabt. Das ist recht ungewöhnlich. Dennoch, wieder nüchtern darf der Mann gehen. Wenn der FC St. Pauli am Millern-Tor aufläuft, hat auch er ein Heimspiel. Henrik Frankes Hamburg ist braun-weiß. Die Fanartikelbude, ein Job aus Leidenschaft. That's X-Large and Lady Size. Ja, passt perfekt. Moin. I try. Yeah. Never walk alone. Christe. Und gleich um Hals, ne? St. Pauli ist einfach mehr als Fußball. Das ist eine Einstellung, das ist ein Politikum. Es ist ein Verein, der antifaschistisch orientiert ist, der sich ganz klar antisexistisch positioniert, antihomophob und so weiter. Also es ist einfach, St. Pauli ist die einzige Möglichkeit. Fußball als politisches Statement. Den Fans geht es immer um mehr als nur Tore. St. Pauli ist cool. Deswegen habe ich es auch auf die Beine alles, ne? Auch mit dem Astra alles. Also, das ist die Liebe, die geht unterm Haut. Also von daher, das bleibt. Dankeschön. Tschüss. Tschüss. Seit 25 Jahren wohnt er im Viertel. Und so soll es auch bleiben. Ich kriege auf St. Pauli alles, ich habe auf St. Pauli alles. Ich habe auf St. Pauli die Leute, die ich brauche. So. Alles gut hier. Nicht weit vom Stadion entfernt lebt Henrik Franke noch ein ganz anderes Leben.
ein leises. Er arbeitet im Hospiz Leuchtfeuer. Eine Insel der Nächstenliebe, mitten im lauten Partykiez. Hier geht das Leben zu Ende. Es geht hier einfach um Menschen, die wirklich ihre letzte Lebenszeit bei uns verbringen. Das können Tage, Wochen oder auch manchmal noch Monate sein. Darauf einzugehen und auf letzte Wünsche einzugehen, das ist erstmal so Hospizarbeit. Das ist zum einen medizinisch natürlich eine Symptombekämpfung, dass es den Leuten möglichst gut geht. Zum anderen aber einfach wirkliche Grundwünsche, die jeder von uns hat. Einfach ein bisschen umsorgt zu sein, ein bisschen dies, ein bisschen das. Das ist eigentlich ganz einfach. Es ist ein gemeinsames Abschiednehmen. Und dazu gehört auch, sich an die schönen Zeiten zu erinnern. Ernst Merk kam als junger Mann nach Hamburg. Damals eine echte Schnapsidee. Wir waren in Österreich drei Kumpels. Ich sollte in den Schwarzwald. Und besoffen kam auf die Idee, dass wir noch nie zur See gefahren sind. In Bregenz. Und morgens um 8 standen wir am Bahnhof und sind mit dem Zug nach Hamburg gefahren. So sind wir dann also hier gelandet und dann habe ich mehrere Kneipen gearbeitet und ja, so ist ein Jahr nach dem anderen vergangen und ja, das nächste Jahr waren es 50. Und jetzt bin ich hier in der Endstation. Jetzt hat mich der Krebs erwischt. Der ehemalige Kneipier will dort sterben, wo er zu Hause war. Umgeben von den Menschen, die ihn viele Jahre begleitet haben. Das ist Christelchen, die ist hier geboren. Ja. Wir waren in der Silbersackstraße. Hat meine Eltern die Kneipe, ich komme, wann ich kann. Jetzt werde ich ja langsam uralt, aber ich habe noch bis vor 5 Jahren gearbeitet. Ja, und jetzt besuche ich den alten Hautdegen, damit wir noch was zu lachen haben. Gemeinsam lachen, gemeinsam schweigen. Hauptsache nicht allein sein. So weit bin ich realistisch. Das ist jetzt Endstation und das soll zügig und gemütlich. Also in Ruhe gehen. Das merken wir hier auch immer, dass es wirklich darauf ankommt, offen zu sprechen. Also das Ganze wird schon wieder und so will keiner mehr hören. Man hat ja lustig gelebt. Das haben wir damals gesagt. Was sollen wir in die Rente einzahlen? So wie wir leben, werden wir sowieso keine 60. Jetzt werde ich mit Schanz 74. Das ist nur noch eine Woche, das schaffen wir noch. Auch für Ernst Merk wird wohl bald eine Kerze angezündet werden. Ein letzter Abschied für jeden Verstorbenen. Die Kerze brennt ca. 24 Stunden und die brennt runter, die wird nicht ausgemacht. Und so lange bleibt eben auch der Name in dieser Wachstafel. Wird dann wieder eingeschmolzen. Und das ist für uns einfach auch so schön, weil hier sind einfach alle drin, die seit 1998 bei uns verstorben sind. Die sind alle hier in dieser Wachstafel irgendwie drin. Dann ist das klar auch traurig, aber auch schön. Also wir wissen ja alle, warum die Leute hier sind. Und wenn man dann irgendwie so für sich auch sagen kann, es ist jemand glücklich gestorben, also das gibt es tatsächlich, dann hat man einen guten Job gemacht und dann ist alles okay für uns. So. Präsenz zeigen im Viertel. Das ist eine der Aufgaben von Diana Kollmorgen und Simone Fahrenkrug. Inge schläft immer noch. Ach echt? Ja, liegt noch. Gucken wir nachher noch mal an. Die Reeperbahn. Schlafplatz für viele Wohnungslose. Hier in Stadtbild St. Pauli gehören die Obdachlosen einfach ein Stück weit dazu. Man versucht halt bloß aufzupassen, dass sie sich nicht zu breit machen, dass sie den ganzen Gehweg blockieren oder zu viel Schmutz machen. Hey, guten Morgen. Morgen. Na, alles okay? Hier ist alles fine. Ja, ich dachte nicht. Okay. Musst du parken. Okay.
Sie haben auch ihr Reich, wo die auch wirklich Ordnung halten, was ihnen auch wirklich wichtig ist. Nicht alle, das sind dann auch Ausnahmen, aber ja, die gehören halt dazu. Wo sollen sie hin? Auch immer mehr Frauen stürzen ab und landen auf der Straße. In Hamburg hat sich ihr Anteil in den letzten 10 Jahren fast versechsfacht. Lass dich nicht ärgern. Wir haben unterschiedliche Lager. Wir haben die obdachlosen Polen. Die liegen meistens unten am Bietelsplatz. Dann haben wir oben Höhe Clochard, Club Bizarre, haben wir ganz viele Punks, die da schlafen. Denn die wir eigentlich schon fast alle kennen hier im Hamburger Berg. Das sind immer die gleichen, die da liegen. Alles gut, danke. Solange wie sie sich immer benehmen, geht das. So, wenn sie natürlich hier mit Bierflaschen durch die Gegend werfen, vielleicht andere Passanten bepöbeln, die haben ja hier keinen Freifahrtschein, dass sie alles machen dürfen, was sie wollen, sondern die müssen sich auch schon an gewisse Werte und Normen halten, die in unserer Gesellschaft halt vorhanden sind. Elend und Idyll liegen auf St. Pauli oft eng beieinander. In einer Seitenstraße der Reeperbahn herrschen paradiesische Zustände für Hunde. Denn in Bärbel-Hillmanns Laden gibt es etwas für jeden Fressnapf. So, was haben wir denn jetzt? Da fehlt noch das Maul. So, einmal Herz gekocht für dich. Herz, Lunge, Kehle, Maul, Fleisch, Blätter, Magen, Pans. 5 Hasenohren kommen auch noch dazu. Ja. 5 Euro müsst ihr da? Ja. Wie immer? Gut. Okay. Ist beim Maul. Genau, 11 Euro bei dir. Ja. Ja, ist alles wie immer. Axel, ja. Na? Wie geht's dir? Ja. Alles gut. Und selbst? Ja, sieht doch so aus. Mir geht's auch gut. Ehrlich gesagt vertraue ich der Ware. Ich hab, also wenn ich da reingucke, habe ich immer den Eindruck, dass es wirklich frisch ist. Mein Hund liebt es und mein Hund ist nicht leicht zu ernähren. Der ist ja ein bisschen zickig. Jetzt machen wir mal die kleine Pibi erstmal gucken, was Madame Capriciös heute frisst, ja. Also wenn sie heute Blättermagen frisst oder Pansen, dass sie den Morgen auffrisst. Aber da können wir meine Maus. Dann ist halt leider nicht 2 Tage das Gleiche. Nichts zu machen. Schwierig. Glaubt immer keiner, ne? Aber ja. Auf der anderen Seite isst du jeden Tag Leberwurstbrot oder Erbsensuppe? Warum soll man das vom Mund dann erwarten? Rinderherz, guck mal, extra klein geschnitten. Probier mal. Ach, du bist ja eine alte Zicke, bist du. Das ist wie immer Holly. So kennen wir sie, ne, Axel? Kein Schmeckerhund halt. Mhm. Ich werde nicht sagen, bist Herrchen, ne? Ich bin da einfacher. Gib mir einen Schnitzel und ich bin glücklich. Kannst du jeden Tag machen. Ja, hast recht. Also. So, machen wir 130 Gramm. Ich würde sagen, bis morgen, ne? Bis morgen. Alles klar. Tschüss. Ja, so kennen wir sie. Wenn Axel mal unterwegs ist, auf Reisen oder dergleichen, oh, jetzt regnet's. Und sie ist bei Tanja, bei der Hundesitterin, die ja auch ein Hund ist, da frisst sie alles, ne? Es sind eindeutig die Vierbeiner, die hier das Sagen haben. Die Zweibeiner dürfen nur bezahlen. Axel Strelitz gehört zu einer neuen Generation von Unternehmern auf dem Kiez. Er steht für den Wandel vom Rotlicht zum Amüsierviertel. Ich finde es eigentlich ganz toll, dass die Reeperbahn sich dahin entwickelt hat, weg von dieser eindimensionalen Sexschiene hin zu wirklich viel Amüsement. St. Pauli hat ihm Glück gebracht. Vom Aushilfskellner schaffte er den Aufstieg zu einem der erfolgreichsten Gastronomen des Viertels. Auf der Reeperbahn haben wir auch die schwule Bar. Wunderbar, seit jetzt schon 28 Jahren. So, das ist so die Keimzelle meiner gastronomischen Erfahrung. Und auf dem Hamburger Berg, legendär ist der Hamburger Berg, da haben wir eine Bar, die heißt Bermuda. Der 50-Jährige ist an 8 Unternehmen, Bars und Clubs beteiligt. In Bermuda laufen alle Fäden zusammen. 2 Stockwerke über der Bar, das Büro. Wöchentliche Sitzung mit allen Betriebsleitern.
Morgen. Schönen guten Morgen. Alle schon da? Komm, Ali, komm. Hier ist ja schon richtig was los heute. Ja, hier. Heute soll ein Problem besprochen werden, das immer mehr Barbesitzern zu schaffen macht. Die Billigkonkurrenz der Kioske. Fakt ist ja, dass wir hier bis zu 1000 Gäste an einem Abend in dem Laden haben und die verzehren einfach nicht. So. Hier sind Lösungsansätze gefragt. Eine Idee könnte jetzt tatsächlich sein, dass wir mal darüber nachdenken, ob wir haben ja hier freien Eintritt, dass wir einen Mindestumsatz machen. Also dass wir sagen, okay, du kommst hier rein, musst aber einen Verzehrbon für 3 € lösen. Was haltet ihr davon? Ja. Ja, also. Ich glaube, du schreckst dich schon damit ab, die Gäste. Ja, weil viele gucken ja erstmal rein. Genau. Ja. Ja. Eintritt, Mindestverzehr. Alles zu riskant. Zu groß ist die Konkurrenz auf dem Kiez. Die Bermuda-Chefin setzt lieber auf eine Werbeaktion. Ein bisschen Beachclub-Atmosphäre mitten in der Hafenstadt. Reeperbahn ist halt wirklich fußläufig und das ist halt unsere große Chance auch, gerade als Barmeile wahrgenommen zu werden. Und das ist so ein bisschen verloren gegangen in letzter Zeit, dass also ganz wenig draußen stattfand. So. Und das wollte ich eigentlich wieder ins Leben rufen, dass man hier ganz viel sieht, dass die Leute wieder sich hier auch hinsetzen können, Sofas draußen stehen, es wieder gemütlich wird und wieder so eine schöne Barzeile wird. Die Kioske, vor denen sich am Abend die Partygänger zum Vorglühen treffen, liegen in Sichtweite gegenüber. Ich kann verstehen, dass junge Leute sagen, ich hole mir da mal eben ein günstiges Getränk und gehe dann zum Tanzen wieder ins Bermuda oder in die Barbara Bar. Aber für uns stellt das ein Riesenproblem dar, weil die Umsätze bis zur Hälfte eingebrochen sind. Wir haben da ein Beispiel, das Laboom in der Mitte zum Beispiel ist schon eingegangen unter der Last der beiden benachbarten Kioske. So, auf geht's, kommt ab. Die Bermuda Bar aber will nicht kampflos aufgeben. St. Pauli. Für die einen ein Selbstbedienungsladen für billiges Vergnügen, für andere eine Herzensangelegenheit. Also da ist der Hafen, dann ist geradezu quasi die Reeperbahn und auch Herbertstraße, Hans-Albers-Platz und so. Da geht es dann Richtung Fischmarkt. Genau, und da sind die tanzenden Türme und das 20 Up und all das. Also mittendrin hier? Mittendrin. So ist es. Und vor allem das Geile ist halt Hinterhof, ne? Und über den Ding. Die Schauspielerin Franziska Koropka wohnt in der Erichstraße. Mehr St. Pauli geht nicht. Sie teilt sich die Wohnung mit Autor und Regisseur Lukas Nimschek und dessen Mann. Modern Family im echten Leben. 7 Jahre wohnen wir jetzt zusammen, fast 8. Genau, wir mussten dann aus unserer alten Wohnung raus. Also es ist jetzt schon unsere 2. gemeinsame Wohnung. Und ich habe dann meinen jetzigen Mann kennengelernt und wir wohnen jetzt hier zu dritt. Weil wir haben irgendwann überlegt, wie machen wir das jetzt? Zieh ich dann jetzt in so ein Eheverhältnis und dann wohnen wir in unserem Reihenhaus irgendwie an der Autobahnausfahrt. Eine traurige Single-Wohnung. Und du ziehst in so eine traurige Schauspieler-Single-Wohnung. Ohne Fernseher. Genau. Und dann dachten wir, zu dritt ist vielleicht ganz cool. Ja. Und sind zu dritt geblieben. Und das geht jetzt schon seit 4 Jahren gut. Wenn man 3 Gehälter hat, kann man sich halt auch mehr leisten, als wenn man zu zweit ist oder alleine. Das ist wirklich, das macht schon Sinn. Das ist eine sehr moderne Art der Familie. Freunde sind den beiden mindestens so wichtig wie Verwandte. Die WG viel mehr als eine Zweckgemeinschaft. Allerdings, die hohe Miete könnte man sich allein auch kaum leisten. In Hamburg eine Wohnung zu finden, die... Sag's doch, die kostet 2000 Euro. Die Wohnung, ja, die Wohnung kostet 2000 Euro. Die kostet 2000 Euro und wir sind zu dritt. Ja. Da geht es dann, weil wir irgendwie alle ein Gehalt haben. Aber wenn das wegbricht, und das weiß man ja in künstlerischen Berufen nie so richtig. Ich habe lange gebraucht, damit die Wohnung für mich zu Hause ist, weil ich als alter Ossi natürlich, als ich das erste Mal hier reingekommen bin, weiß ich habe 2 Monate schlecht geschlafen. Lukas auch, das weiß ich noch, weil wir uns die ganze Zeit gefühlt haben wie in so einer zu reichen Ferienwohnung, wo wir nichts kaputt machen dürfen. Und nach 2-3 Monaten erst habe ich mich dann langsam zu Hause gefühlt. Weil es einfach die schönste Wohnung ist, in der ich jemals wohnen durfte und in der ich wahrscheinlich jemals wohnen werde. So, also wenn ich irgendwann wieder umziehe, wenn die Jungs dann ihr Kind bekommen und ich dann ausziehe, weil ich keine Kinder will, dann werde ich wahrscheinlich dann auf jeden Fall runtersinken in der Wohnungslandschaft später. Ich fühle mich sehr wohl hier. St. Pauli ist genau mein Bezirk. Es ist laut, es ist ehrlich, es ist ein bisschen dreckig
Und es ist herzlich. Also hier kann man, ich kann hier in meinem Jogger ohne BH zu Aldi gehen und kann genauso in hochhackigen Schüchen zur Gala gehen. Das ist, und trotzdem werde ich nicht anders angeguckt. Ich kann ganz ich selbst sein. Und niemand judged. Niemand guckt auf der Straße, wie sieht die denn aus? Ist mir noch nie passiert. Das mag ich. Geboren in Thüringen, mit 11 Jahren nach Berlin, mit Ende 20 nach St. Pauli. Jetzt mit 42 ist sie genau da, wo sie sein möchte. Auch beruflich läuft es super. Sie hat erste Erfolge mit eigenen Stücken. Wir sind ja nominiert für diesen Preis da. Da hinten steht der vom letzten Jahr. Darum geht's. Davon wollen wir noch einen. Es gibt einmal im Jahr den Deutschen Musicalpreis. Das ist so ein Branchenpreis für alle, die Musical machen in Deutschland. Und alle fünf? Alle fünf Leute, die das machen. Nee, es gibt schon ein paar hundert. Und da werden Schauspieler und Regisseure und Choreografen und alle möglichen Leute ausgezeichnet, die Musicals machen. Und wir haben eigentlich unsere eigene Geschichte aufgeschrieben, nämlich ein schwules und lesbisches Paar, die zusammen schwanger werden und zusammen wohnen. Also ist jetzt nicht ganz unsere eigene Geschichte, aber eine ähnliche. Und haben die in ein Musical gemacht und hoffen jetzt darauf, dass wir vielleicht auch gewinnen. Die Schauspielerin ist es zwar gewohnt, im Rampenlicht zu stehen, dennoch mischt sich in die Vorfreude auf die Gala auch etwas Nervosität. Lukas, wo ist denn mein Kleid? Hast du das wieder heimlich angezogen? Ich mach Spaß, das macht hier ist es. Das ist für den Musicalpreis am Montag. In einer Woche. Da. Sieht eigentlich aus wie eine rosa Gardine. Aber es ist sehr bequem. Ich weiß, so sieht es aus wie ein Lappen, ne? Das ist ja oft so. So ist es ungefähr. So. Die Reeperbahn. Hauptschlagader des Viertels. Mittendrin die Davidwache. Montagmorgen. Die Party ist vorbei. Wir haben ja auf St. Pauli vermehrt Probleme mit der öffentlich wahrnehmbaren Drogenszene. So in den Morgenstunden haben wir hier halt Elends-Drogenkonsumenten, die überprüfen. Und dann werden die mit einem Aufenthaltsverbot für St. Pauli entlassen. Ja, das bringt in dem Sinne was, dass wir die hier aus dem Reviergebiet so ein bisschen verdrängen. Bekämpfen kann man das, glaube ich, gar nicht. Diana Kollmorgen und Simone Fahrenkrug erkennen die Abhängigen schon von Weitem. Was ist mit den beiden da oben? Also bevor, wir müssen ja nicht in Hamburger Berg, rein theoretisch. Wenn wir uns so vielleicht so ein bisschen noch hier hinter den Säulen verstecken. Ja, ich laufe hier auch gerade. Hier wohnen ganz viele Familien mit kleinen Kindern, wenn die morgens aus dem Hauseingang kommen und erstmal über Hardcore-Drogisten stolpern, dann ist das für alle Beteiligten nicht schön. Ach, das ist Anja. Ist Anja, ne? Das ist Anja. Man kennt sich. Guten Morgen. Hallo, guten Morgen. Anja. Ja, alles gut? Ja, ich weiß, dass ihr gleich abhaut, aber eine Personenüberprüfung, das wisst ihr, wir müssen euch trotzdem kontrollieren. So, hast du einen Ausweis? Wir haben uns ja gestern Morgen auch gesehen. Hast du ein Ausweispapier? Immer noch nicht, ne? Geht es dir heute besser als gestern? Ja, ich habe ein bisschen geschlafen heute. Ja. Ich habe mich nicht so stark sein. Wenn ich hier Montag früh herkomme zum Beispiel, ist die Welt hier eine ganz andere. Und die kennen viele ja gar nicht. So, also das ist polizeilich ja ein ganz anderes Aufgabenfeld dann auch als das, was mich hier in einer Samstagnacht in der großen Freiheit zum Beispiel erwartet. Da sieht die Reeperbahn hier einfach anders aus. Und da treffen wir eben dann eher diese Menschen, die auf der Straße leben. Wir können uns mit denen unterhalten und ein ganz anderes St. Pauli eigentlich. So, Anja, Aufenthaltsverbot bis morgen? Ja, du nicht, du bist zur Festnahme ausgeschrieben. Du kommst einmal mit zur Wache, du bist verhaftet. Hände aus den Taschen. Hände aus den Taschen. Er kann einmal ziehen noch, aber es wird nicht geraucht jetzt. So, lass das Gewühle. Darf ich da mal reingucken? Routinekontrolle nach Drogen, Messern. Anjas kleine Geldkassette ist leer. So, Taxi ist da. Du folgst uns bitte einmal zum Auto. Ja, ich komm zur Wache. Du gehst rüber, ja. Okay. Hier. Hi, guten Morgen. Magst du noch mal einmal kurz in die Taschen gucken? Oberstes Gebot, Selbstschutz. Keine Spritzen, keine Messer, keine Spritzengegenstände. Diese Person ist jetzt vorerst von der Straße weg. Das ist für uns natürlich irgendwo ein Stück weit ein Erfolg. Die Person wird in das Untersuchungsgefängnis überstellt werden und dann klärt sich weiteres.
Meistens kennen die Polizistinnen die Menschen, die sie hier kontrollieren, schon. Doch der Mann ist ihnen unbekannt. Das Polizeiregister liefert Fakten. Er ist 9-mal mit BTM in Erscheinung getreten und man wirft ihn halt vor, dass er gewerbsmäßig handelt, vorsätzlich. Und das ist jetzt halt dadurch, dass Fluchtgefahr besteht, weil er keinen festen Wohnsitz hat, geht er ins Untersuchungsgefängnis. Im Keller der Hamburger Davidwache die Arrestzellen. Dort müssen diejenigen ausharren, die die Polizei buchstäblich von der Straße nimmt. Der mutmaßliche Dealer wartet hier auf den Gefangenenbus. Wir brauchen Sie noch einmal. Sie verstehen mich ganz gut? Okay. Sie müssen einmal hier, das ist der Haftbegleitzettel, dass Sie gleich abgeholt werden und transportiert werden, ja? Und dafür brauche ich noch mal eine Unterschrift. Alles klar, bleiben Sie hier bitte. Bis nachher. Als nächstes wird er dem Haftrichter vorgeführt. Eventuell folgen dann Untersuchungshaft und Prozess. Ansonsten ist er vielleicht bald wieder auf der Reeperbahn unterwegs. Schauspielerin Franziska Korobka auf dem Weg zur Arbeit. Das bedeutet in ihrem Fall Auftritt im Schmitz-Tivoli. Das Haus am Spielbudenplatz zeigt seit 16 Jahren das Musical Heiße Ecke. Franziska gehört fest zum Ensemble. Das mache ich seit 13 Jahren, nicht ganz jeden Tag, aber fast. Viele Kollegen, mit denen ich schon so lange arbeite und die so gute Freunde von mir geworden sind, mit denen ich allabendlich auf der Bühne stehen darf. Das ist Heimat. Die Heiße Ecke hat längst Kultstatus. Es ist das erfolgreichste deutschsprachige Musical aller Zeiten. Das Stück ein echter Kiezknüller. Ich spiele das auch schon seit 11 Jahren, glaube ich. 2000, nee, gar nicht wahr. Im 10. Jahr bin ich jetzt, genau. Im 10. Und ich mag es immer noch so gerne. Ich glaube tatsächlich, dass ein großes Geheimnis, warum das seit 16 Jahren läuft, ist tatsächlich, weil wir am Ort des Geschehens sind. Also wir sind einfach mittendrin und die Leute, die Gäste, die das Stück sehen, gehen halt raus und sehen quasi die gleichen Charaktere in echt auf der Straße. Also ja. Laufen an ihnen vorbei, Junggesellenabschiede, dann kommt jemand und bettelt vielleicht direkt nach der Show und dann sagen, ach guck mal, das ist genau wie eben in der Show. Ich glaube, das ist alles so Teil des Erfolges. Aber ja, St. Pauli ist ein großer Teil davon, bin ich mir ganz sicher. Weil wir spielen das, was draußen im wirklichen Leben stattfindet. 9 Darsteller schlüpfen jeden Abend in 50 verschiedene Rollen. Das ist unser großer Requisitenschrank hier. Ich nehme jetzt 3 20er, weil die Rolle, die ich hier drunter habe, den Pidder, der kauft 3-mal Bier im Stück und dafür brauche ich 3 20er. Das ist die erste Dose Bier, die ich schon habe, wenn ich auf die Bühne komme. Und dann raucht Pidder, aber allerdings nicht sichtbar, aber er hat immer Zigaretten dabei. Und das ist wichtig für den anderen Kollegen, da müssen Blättchen drin sein, ein Feuerzeug und eine echte Zigarette. Das ist nachher für den zweiten Akt wichtig, aber die hat er immer dabei und die präpariere ich jetzt in Pidders Hose, die da noch hängt. Sein Shirt habe ich schon an, aber die Hose erst später. Ja, die neulich schon gegessen. Noch eine? Tschüss. So schade, dass es los muss. Jetzt raus! Auch raus auf die Bühne! Und gib dein Bestes! Ja, ich bin auch heiß. Ich sag's, wie es ist. Ich bin heiß. Scheiße, sie ist heiß. Guten Tag. Ich bin die Elke. Moin, ich bin der Klaus. Gleich. Ja. So. Elke, die Kasse steht hier, ne? Und den Rest, ne, die soll rumliegen. Und Schorsch kommt auch gleich und der erklärt dir alles. Tschüss! Und gute Nacht. Ich werd bekloppt. Ist das romantisch? Ein Sound, der ankommt. Schnoddrig, frech, frivol. Und ein bisschen sentimental. St. Pauli Light. Über 2 Millionen Zuschauer haben es schon gesehen. Ganz in der Nähe liegt das Hospizleuchtfeuer. Stefanie Bendig kommt zum Spätdienst. Sie arbeitet dort in der Küche als ehrenamtliche Helferin. Der Tod ist hier Alltag. Und doch ist es ein Haus voller Lebensfreude. Okay, Möhrenbratlinge, Veggie, Schinken. Die üblichen Verdächtigen? Die üblichen Verdächtigen. Marianne wird nicht mehr unten.
Abendbrot essen. Wahrscheinlich wird sie gar nichts mehr essen. Wir fragen sie und dann sagen wir dir Bescheid. Wusstest du sie von mir? Auf jeden Fall. Gut. Den Todkranken möglichst jeden Wunsch zu erfüllen, das haben sich die Mitarbeiter zur Aufgabe gemacht. Auch wenn es ums Essen geht. Aber die, die nicht zum Essen runterkommen, die dürfen Wünsche äußern und dann kriegen wir hier so ganz süße Zettelchen von den Pflegern geschrieben. Da steht drauf, was die möchten. Und das machen wir jetzt. Hauptberuflich verdient Stefanie Bendig ihr Geld als Kellnerin im Schmidt-Theater. Das Ehrenamt hat sie sich erst vor kurzem ausgesucht. Man gibt etwas, ohne dafür zumindest Geld zu bekommen. Man bekommt aber auch was dafür. Gar keine Frage. Also hier sind Menschen, die mir jedes Mal sagen, ach Mensch, schön, dass du da bist, toll, dass du da bist. Also es ist nie so, dass ich denke, ich verplemper hier meine Zeit. Und es gibt viele andere Dinge, bei denen man das denken kann. Ja. Oder, Isolde? Es ist nie Zeitverschwendung, hier zu sein, ne? Nein, gar nicht. Mhm. Überhaupt. Ja. Als mein Mann vor 20 Jahren an Krebs starb, da bin ich mit Leuchtfeuer in Kontakt gekommen. Mhm. Da war Leuchtfeuer gerade eröffnet worden und ich war so beeindruckt. Als ich hier war und habe gedacht, ja, hier sterben die Menschen, aber es ist wunderschön hier. Mhm. Und dann habe ich mir vorgenommen, wenn ich wieder bei Kräften bin, ich musste ja auch erst mal mich von all dem erholen, dann möchte ich dafür was tun. Und seitdem bin ich hier. Wir hören wirklich ganz oft und immer wieder, wie froh sie darüber sind, über dieses hier aufgehoben sein und dieses wunderbare Essen. Und auch wenn es nur ganz wenig ist, ne? Aber einfach, dass es appetitlich ist. Und wir machen uns auch die Mühe, auch wenn es nur zwei Bissen sind, die runtergehen. Und sie sind damit glücklich. Wir leben in so einer Welt, wo schon das Altern so tabuisiert wird und man sich ja praktisch den Hass aufs Altwerden mit jeder Anti-Aging-Creme ins Gesicht schmiert. Und deswegen denke ich, das gehört aber ja doch dazu und wir blenden es jeden Tag aus, aber es ist doch Teil davon. Und hier ist Sterben Alltag. Im Foyer brennt für jeden Verstorbenen eine Kerze. Diese ist für Ernst. Sein letzter Wunsch hat sich erfüllt. Er hat seinen 74. Geburtstag noch gefeiert. Die Polizistinnen der Davidwache auf Kiezpatrouille. Da ist Rosi. Ja, da müssen wir auch Hallo sagen. Ja, da müssen wir Hallo sagen. Rosis Bar ist eine Institution. Dieses Jahr feierte Wirtin Rosie McGinnity 50-jähriges Jubiläum. Das alte St. Pauli. Hier lebt es noch. Früher sind hier Leute mit dem Kinderwagen durch die Gegend geschoben. Das gibt's ja nicht mehr heute. Siehst du nur noch so das Ballermann gewesen. Und ja. Wir steuern auch dagegen an. Ich habe gerade mit meiner Vermieterin gesprochen. Die kenne ich ja auch schon 50 oder 60 Jahre. Ich sage, Frau Holk, wollen wir beide noch mal 5 Jahre und 5 Jahre Option? Rosi, wenn du dir das zutraust, ich sag mir viel nichts, Frau Holk. Ich sage, da, ne? Ja. Und die sind auch kulant mit der Miete und alles, so, das muss man schon sagen. Ne? Also nur eine kleine Kotknappe muss halt auch bleiben, ne? Ja, das machen wir auch. Und meine Leute sowieso, ne, die haben gesagt, oh, Rosi, mach weiter. Ich sag, wenn ihr mir alle helft und bitten mit Gas gebt, sag ich denn, kriegen machen wir das schon. Ne? Wir gucken weiter, ne? Ja, okay. Wir sehen uns. Ja, auf jeden Fall. Ja. Pass auf dich auf. Ja, mach ich auch. Du. 79 ist Rosi. Früher wohnte sie direkt über ihrer Bar. Nichts drin, nichts zu bezahlen, wie toll. Guck mal, was für ein schönes Bad wir hier haben. Ne, schönes, großes Bad. Und das ist unsere Küche hier, ne? Auch alles schön gemacht hier. Schön, aber kein Zuhause mehr. Hier kannst du nicht mehr wohnen, weil du hier nicht mehr schlafen kannst. Hier ist mit Schlafen nicht mehr toll, weil es zu laut ist hier. Aber hier ist mein Büro. Die gute alte Zeit. Bei Rosi waren das vor allem wilde Jahre.
Sie war dabei, als die Beatles ihre ersten Auftritte im Star Club hatten. Später gingen die Kiezgrößen bei ihr ein und aus. Und heute? Da, so meint sie, verwechseln viele wild mit laut. Ballermann, ohne Ende. Ballermann und Einheitsbrei, weil jeder so in etwa die gleiche Musik ja macht. Da wird nur noch die Bässe rausgehauen, dass du denkst, und warte mal, hier wohnen drei Leute im Haus, da drüben wohnen Leute, da wohnen Leute, weißt du, wie ich meine. Ne, und ich werde ja auch angesprochen hier, weil ich die alle so lange kenne, 50 Jahre hier, seit 69, Mensch, Rosi, ja, sag ich, sag ja auch schon immer was. Ne, und wir steuern jetzt dagegen. Ne, bei uns werden Blumen und Kerzen wieder auf die Tische gestellt, dass wieder Interaktion mit den Leuten passiert und nicht nur das Gegröle draußen auf der Straße. Wenn es dunkel wird, fängt der Kiez an zu vibrieren. Dann ist Party auf St. Pauli. In der Bermuda Bar auf dem Hamburger Berg bereiten sich Sarah Hornemann und ihr Team auf eine lange Nacht vor. Zu den Gästen gehören auch viele Touristen. Rund 25 Millionen strömen jedes Jahr in die Stadt. Wir kommunizieren ja immer mit mehreren Pub-Crawls, also englisch übersetzt letztlich Barkrabbler. Das sind halt geführte Kiez-Touren oder Bartouren. Die buchen die Leute, um verschiedene Bars in einem Abend kennenzulernen. Und dann ist das eine geführte Tour, das heißt, es läuft jemand vorweg. Und das ist jetzt zum Beispiel eine Ankündigung, das sind jetzt 50 Leute, die gleich kommen. Wir fragen meistens auch noch, woher die kommen, also ob viele Engländer dabei sind, damit sich der DJ so ein bisschen von der Musik sogar drauf einstellen kann. Und dann kriegen die von uns halt in der Bar so einen Freischnaps, so einen Welcome-Shot. Und dann lernen die Bar halt kennen. Pubcrawl, die organisierte Form des Kneipenbummels. Die Bars werden auf diese Weise zumindest erst einmal voll. Alkohol als Turbo, um schnell in die richtige Stimmung zu kommen. Wer trinkt, der bleibt. Vielleicht. Die Konkurrenz ist groß auf dem Kiez. Umsonst tanzen Standard. Der Getränkeverkauf, einzige Einnahmequelle der Bar, ist seit Jahren rückläufig. Obwohl der Laden meistens gut besucht ist. Der Grund dafür liegt direkt gegenüber. Billig Alkohol vom Kiosk. Eigentlich darf dort nach Mitternacht nur noch Bier verkauft werden. Bermuda-Inhaber Strelitz reicht es. Heute Nacht soll die Polizei hier durchgreifen. Das ist verboten. Ab Mitternacht dürfen da keine Longdrinks verkauft werden. Wodka-Bombe verboten. Und das gilt heute ab Mitternacht. Das heißt, ich würde da heute auch noch mal ein, zwei Leute hinschicken? Kannst du vorher natürlich einmal machen. Kannst also, du einmal, auch mal Getränke? Ich würde einmal da jemanden hinschicken, um Getränke zu holen. Cool. Dann heißt es auch noch mal mit der Polizei sprechen, ne? Ja. Die Kioske. Tankstellen für Feierwütige mit geringem Budget. Man steht hier an der Ecke und es ist gesellig, man lernt Leute kennen und ja. Ich möchte einfach nur was zu trinken, ohne die ganze Musik, ohne das Ganze drumherum. Das ist ja nochmal was ganz anderes. So. Das ist eine Astra-Rakete, das ist Bier mit Wodka gemischt. Und sowas gibt es halt für 1,50 halt nur hier an der Wodka-Ecke. Wie heißt es? Kids Corner. Kids Corner. Ich trinke Skinny Bitch, also Wodka mit Wasser und ein bisschen Limette. 3,50. Also es ist auf jeden Fall günstiger als im Club. Ich weiß nicht, die Preise da drüben kenne ich noch nicht. Aber ich könnte mir vorstellen, dass da drüben die Stimmung vielleicht ein bisschen cooler ist als hier. Hier triffst du Leute in den Bars. Die Leute sind meistens eingebildet. Die wollen kein Gespräch anfangen. Hier kannst du jeden anquatschen. Du kommst ins Gespräch direkt. Ist kein Problem. Also auf der einen Seite finde ich es gut. Weil man draußen sein kann, auf der anderen Seite weiß ich auch, die Kiezkultur macht es kaputt. Als schon längst keine Longdrinks mehr rausgehen dürften, wird weiter alles verkauft, was geht. Bermuda-Chefin Sarah ruft die Polizei der Davidwache an. Ich müsste eine Anzeige machen, ich bräuchte mal ein Team vor Ort. Es geht um den Verstoß der Ladenöffnungszeiten von den Kiosken gegenüber bei uns, Hamburger Berg. Die Polizei kommt schneller als erwartet. Denn auch jemand anderes hatte sie gerufen. Ein Streit mit Folgen. Die Beamten wollen verhindern, dass daraus eine Massenschlägerei wird.
Testosteron, gemixt mit Adrenalin und Alkohol. Den St. Pauli-Cocktail vertragen nicht alle. Menschenauflauf auch auf der Reeperbahn. Im Schmitz-Tivoli wird heute der Deutsche Musical-Theaterpreis verliehen. Franziska Korobka und Lukas Nimschek sind nominiert. Sie für beste Liedtexte, er für Regie. Es ist wichtig, dass ganz Musical Deutschland weiß, es gibt uns und dafür ist der Preis heute da. Ja. So. Das ist mein Job. Sieht aber ein bisschen aus wie Playmobil-Haare, ne? Wie so aufgesetzt, aber es ist das eine Mal im Jahr ordentlich. So, aber komm, jetzt nochmal Outfit-Check. Habe ich Hinterkopf? Das ist immer wichtig. Wie habe ich das? Naja, habe ich das so ein bisschen aufgeduscht. Das ist gut, das ist auf jeden Fall gut. Nicht, dass ich aussehe wie ein Kleid. Und du siehst auch auf jeden Fall aus wie eine, die gut aussieht, aber trotzdem cool ist. Ich habe auch das Hochzeitsoutfit an von dir. Das kann ja nur Glück bringen. Das denke ich auch. Ab geht's. So, ich gehe nochmal auf Toilette. Vorbei an Herbertstraße und Davidwache. 5 Minuten Fußweg. Die Spannung steigt. Also jetzt realisiere ich auch langsam, dass es jetzt wirklich heute der Preis verliehen wird. Insofern, guck mal, das sind schon unsere Leute. Ah. Hallo. Hallo. Wir sagen so Hallo. Und ich drücke den Dolly da auf. Ja, danke sehr. Bist du aufgeregt, oder? Ja. Jetzt ja langsam. Also eben war ich noch zu Hause, war ich so. Und jetzt bin ich so, ich gehe nochmal groß. Freunde, Kollegen, Konkurrenten. Die Gala ist das wichtigste Branchentreffen der deutschen Musical-Szene. So, wir laufen mal davor, Franzi, oder? Wir müssen nach dort. Ja, ja. Hallo. Na, geht's dir? Gut. Ja? Schaulaufen. Die eigentliche Show vor der Show. Auch Hamburgs erster Bürgermeister Tschentscher ist gekommen. Bühne frei für die Besten der deutschen Musical-Szene. Franziska Korobkas Kategorie ist dran. Bekommt sie den Preis? Ich freue mich, dass ich jetzt diesen Umschlag öffnen und die Person, die gewonnen hat, froh machen darf. Der Deutsche Musical-Theaterpreis 2019 in der Kategorie Beste Liedtexte geht an Henry Mason. Applaus für den Kollegen. Ausgezeichnet für seine Texte des Stücks Der Hase mit den Bernsteinaugen. Die Enttäuschung lässt sich Franziska nicht anmerken. Feiern, auch wenn man nicht zu den Gewinnern zählt. Auf St. Pauli geht das. Vor allem dann, wenn man dort zu Hause ist. Ja, Hamburg, ich sehe your star. Hier ist Heißbau, aber Reeperbahn, Heimat. Heimat von St. Pauli. Das ist St. Pauli Heimat. Das ist immer, immer ein. Ja.